Und damit ein herzliches Willkommen zum Struggle, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben in der letzten Folge den vierten Tag begonnen und ja, das große Struggle-Turnier, von dem häufiger schon die Rede war, ist an diesem Tag. Wir befinden uns gerade direkt vor dem großen Struggle-Platz. Wir können ja mal mit den anderen Kameraden hier reden, die hier so rumstehen. Okay, alles klar. Läuft bei dir, Vivi. Warum denn nicht? Olette! Cypher und seine Bande haben sich in die hintere Gasse verzogen. Die können den Trubel wohl nicht leiden. Keine Ahnung. Die hacken wahrscheinlich irgendwas aus, so wie wir die mittlerweile kennengelernt haben. Bist du bereit? Der Itemladen hat geöffnet. Es wäre gut, wenn du vorher noch einkaufst. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, Pants. Wir kriegen das auch so hin. Hör dir die Regeln gut an. Ja, machen wir gleich. Alles zu seiner Zeit. Na, Megafonmann. Früher habe ich mit meinen Freunden immer das Kämpfen geübt. Nur durch Üben wird man stärker. Vielleicht wäre Cypher ein guter Gegner für dich. Vielleicht, vielleicht. Bist du wegen einem Autogramm hier? Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Warum lässt du dir nicht die Regeln vom Schiedsrichter dort erklären? So, haben wir mit allen gequatscht? Ich habe immer noch nicht... Ach du Scheiße, ich habe immer noch nicht die Kamera umgeändert. Das sollte ich bald mal tun. Gut, ich würde mal sagen, hier scheint niemand zu sein. Wollen wir mal gucken, ob wir... Können wir zu Cypher? In der hinteren Gasse? Ich weiß gar nicht mehr, in welcher hinteren Gasse der war. Stand der hier hinten? Ah, Olette, geh mal weg! Hier müsste der stehen, oder? Ja. Da stehen die drei und hacken wieder irgendwas aus. Sieg! Ja, wenn du das meinst, abwarten. Das Cypher-Gewinn steht ja wohl außer Frage, klar? Okay. Struggle-Kämpfe sind ja nett, aber es geht doch nichts über einen Straßenkampf. Auf geht's, egal wer gewinnt, niemand nimmt es dem anderen krumm. Ja, das ist ein kleiner optionaler Kampf gegen Cypher. Einen, den ich gerne mal verpasst habe. Soweit ich weiß, bringt der aber auch nichts. Aber es ist ein 100%, wir probieren mal unser Glück. So als kleines Vorspiel für das große Struggle-Turnier. Ich trete gegen dich an. Dann zeig mal, was du drauf hast. Auf die Knie. Hampel nicht so rum, ja. Du machst das schon. So, mittlerweile kennen wir ja so seine Moves. Zack. Wir müssen nur aufpassen, dass er uns nicht erwischt. Das könnte böse enden. Zack. Da ich ja meine Potion bereits schon im Tutorial-Boss versaut habe in der letzten Folge. Kein ruhmreicher Moment. Ich habe keine Ahnung, was der da quatscht. Egal. Lass ihn reden. Wenn er mit dem Reden beschäftigt ist, achtet er nicht darauf, was wir tun. Ah, hier sein Gnadenstoß. So. Ja, ihr merkt aber auch gerade, der hält viel aus. Nicht mehr so leicht wie im Tutorial. Als wir zu Beginn das Kampfsystem ein wenig kennengelernt haben. Ja, und ihr seht's gerade, wir halten ihn gerade wunderbar in einem Loop. Da hat er gar keine Chance. Ja, und ich meine, man kann den Kampf jetzt häufiger gegen ihn machen. Du denkst wohl, du bist der Größte, nur weil du gewonnen hast. Nächstes Mal halte ich mich nicht zurück. Nee, kann man doch nicht wiederholen. Ich dachte... Nee, später. Ich verwechsel den gerade mit einem anderen Kampf. Später. Wishes greift mal wieder vor. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, genug aufgewärmt. Yeah! Wir hören uns die Turnierregeln an. Runter da. Alle Teilnehmer sollten sich unbedingt die Regeln anhören. Den Regeln lauschen. Erzähl, mein Bester. Erzähl. Ihr kennt die Regeln bereits, aber eine kleine Auffrischung kann nicht schaden. Es ist ganz einfach. Jeder von euch hat 100 Kugeln. Greift euren Gegner an, um ihn seine Kugeln wegzunehmen. Mehr müsst ihr nicht machen. Landet ihr einen Treffer, verliert euer Gegner Kugeln. Umgekehrt, werdet ihr getroffen, verliert ihr eure eigenen Kugeln. Also immer schön aufpassen. Sammelt fleißig Kugeln ein. Wenn das Match vorbei ist, hat der gewonnen, der im Besitz der meisten Kugeln ist. Wenn ihr bereit seid, redet mit dem Turnierveranstalter. Er wartet im Ring. So, da haben wir auch schon die ganzen Kandidaten gesehen, die mitmachen wollen. Schauen wir mal, gegen wen wir antreten. Also dann, es kann losgehen. Ich hoffe, du hast eifrig mit jemandem geübt. Bereit, gegen Heiner anzutreten? Oh, direkt in der ersten Runde gegen Heiner. Ah, böse. Der hat ein paar ekelhafte Moves drauf. Aber wir versuchen mal unser Glück. Ah, nee.
Ich habe gesagt, wir versuchen unser Glück. Trau dich, Roxas. Hey, tut mir leid wegen gestern. Was? Das beschäftigt dich noch? Du musst lernen, sowas zu vergessen. Mir geht eben so viel durch den Kopf. Entschuldige. Warte, warum entschuldige ich mich denn jetzt? Unser erstes Match der heutigen Endrunde findet zwischen Roxas und seinem besten Freund Heiner statt. Nee, mein Freund, du hast das falsch verstanden. Das war eine Entschuldigung, weil ich dir jetzt in der Zukunft die Frisur zerdellen werde. Ja, die gleiche Kiste mit den Kugeln hat uns ja gerade der Schiedsrichter gesagt. So, bei Heiner müsst ihr aufpassen. Der kann, wenn er euch in die Kombos kriegt, gemein werden. So, deswegen auch hier immer schön die Lücken ausnutzen, wenn er denn eine mal bietet. Es geht, er ist von allen noch der leichteste, so viel kann ich sagen. Und auch das Struggle-Turnier ist meiner Meinung nach im Final Mix durch die zusätzlichen Abilities um einiges einfacher. So, wir hauen ihn weg. Hier geht es nicht darum, ihn bewusstlos zu schlagen, sondern einfach nur seine Kugeln wegzunehmen. Deswegen... Oh, fuck. Ah, da hat er zurückgezogen. Wusstest du, dass ich dich auskontern möchte, du Sau, ne? Ja, ich habe das schon gesehen. Ah. Ja, die Superschläge können wir im besten Falle nur parieren, wenn wir das Timing hinkriegen. So, zack, zack. Er hat gleich keine Kugel mehr. Wie ist das? Wie ist das? Zack. Und da ist er kugellos. Schade, geperfektet habe ich ihn nicht hinbekommen. Also ihm alle Kugeln abzunehmen. Gewonnen haben wir aber trotzdem. Und der Gewinner ist Roxas. Auch auf Freundschaften nimmt er beim Struggle keine Rücksicht. Heiner hat sich aber auch wacker geschlagen. Unglaublich. Ich hab verloren. Ich war dir ein guter Lehrer. Unser Kampf hat mir echt Spaß gemacht. Also mir nicht, du Schlaumeier. Dann gebe ich dir was von meiner guten Laune ab. Behalt die ruhig für dich. Aus dem Weg. Hast du es eilig zu verlieren? Hey, hier spielt die Musik. Die Luft vibriert förmlich. Cypher hat wohl nicht damit gerechnet, gegen einen seiner eigenen Jungs anzutreten. Seit wann ist Vivi denn so stark? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Aber der Sieger ist Vivi. Nach dem Niederschlag kam er aus dem Nichts und hat den Sack zugemacht. Das ist nicht Vivi. Hä? Mach ihn fertig. Oh! Wie dieses Hütchen da rausguckt. Wie es aussieht, tritt Cypher im Match um den dritten Platz nicht an. Dann bin ich automatisch Dritter? Klasse! Ja, Cypher, nicht dein Tag, ne? Zwei Kämpfe, zweimal auf die Fresse bekommen. Ja, aber die Frisur von Heiner haben wir wenigstens nicht zerdellt.
Anime-Charaktere. Ich habe keine Ahnung, wie viele Haarspray die in den Frisuren drin haben. Also da muss man schon von Haarspray reden und nicht mehr von Gel. Cypher nimmt sich seiner Niederlage gegen Vivi anscheinend ziemlich zu Herzen. Er hat sich wieder in die hintere Gasse verzogen. Ja, komm. Wollen wir ihm nochmal eine auf die Fresse geben? Vielleicht können wir es ja. Nochmal draufhauen, nochmal nachtreten, wenn einer auf dem Boden ist. Nein. Schummler! Das stimmt allerdings. Vivi ist ein Schummler. Vivi ist gar nicht so stark und so. Da muss irgendwas nicht stimmen und so. Hast du irgendwas zu sagen? Ich bin jederzeit bereit. Tragen wir es aus. Der will echt nochmal einen auf die Fresse. Okay. Soll er kriegen. Sollen wir ihn gewinnen lassen? So Ego-Push-technisch? Egal, gucken wir mal, ob er jetzt mehr drauf hat. Er labert uns weiter zu. Vielleicht, mein Bester, hättest du nicht so viel labern sollen. Zack, zack, zack. Ich glaube, da ist Kampfeswille gebrochen. Ah, wunderbar. Und jetzt haben wir ihn wieder im Loop drin. Mein Freund, du lernst aber auch nicht... Du lernst aber auch einfach nicht aus deinen Fehlern, ne? Ja, jetzt haben wir ihn wieder im Loop drin. Da kommt er nicht mehr raus. Zack, Dreier-Kombo. Aus entfernt. Sich von ihm entfernen. Warten, bis er auf einen zukommt. Dreier-Kombo. Entfernen. Dann kommt er wieder mit seinem epischen Gnadenstoß. Entfernen. Er lernt echt nicht dazu. Und dann ist er platt. Und wir kriegen ein Level up. Ist doch schön. Jeder hat gewonnen. Außer Cypher. Das tut mir leid. Du denkst wohl, du bist der Größte, nur weil du gewonnen hast. Nächstes Mal halte ich mich nicht zurück. Ja. Quatsch du da mal. Du. Laberbacke. Mach du mal. So, bevor wir dann in die nächste Runde einsteigen werden, schauen wir doch mal, was die anderen Pappenheimer zu erzählen haben. Irgendwas stimmt nicht mit Vivi. Aber wenn du es schaffst, seinen Angriffen auszuweichen, solltest du ihn im Gegenzug gut treffen können. Danke für den Tipp, du Profi. Du hast mich geschlagen, Roxas. Du weißt, was das bedeutet, oder? Dass du jetzt besser nicht verlierst. Okay. Wenn du bereit bist, betritt den Ring und sprich mit dem Veranstalter. Machen wir. Früher habe ich mit meinen Freunden immer das Kämpfen geübt. Nur durch Üben wird man stärker. Vielleicht wäre Cypher ein guter Gegner für dich. Nein. Das war ein interessanter Kampf. Aber vergiss deine Deckung nicht, nachdem du die Kugeln aufgesammelt hast. Du kannst ja fliehen, um Angriffen zu entgehen. Gegen mich wirkt sowas aber nicht. Ja, Setzer. Hoffen wir mal, dass du später keinen Aussetzer hast, wenn wir dich platt gemacht haben. Roxas. Ja, läuft bei ihm. Gut, nächste Runde. Get ready for the next Rumble! Es ist Zeit für das Finale. Bist du bereit? Ja, Mann. Vivi ist gefährlich. Auf dem müsst ihr aufpassen. Vivi ist der schwerste von den Struggle-Kämpfen. Ich will einen fairen Kampf sehen. Jetzt kommt das Finale. Also schnallt euch an. Roxas gegen Vivi. Gegen Vivi kann man leicht verlieren, wenn man zu gierig wird, weil der echt miese Kombis drauf hat. Kombos, nicht Kombis. Der hat kein Auto dabei. Weil der echt miese Kombos drauf hat und euch mit einem Schlag richtig viele Kugeln weghaut. Also er ist ein Cheater, das muss man auch einfach mal sagen. Und es ist auch nicht so leicht bei ihm die Lücke herauszukristallisieren, zumindest wenn man das allererste Mal gegen ihn kämpft. So, nicht nachschlagen, sondern immer auf Abstand bei ihm gehen. Der ist wirklich gefährlich. Bei Heiner könnt ihr draufhauen, wie ihr wollt. Das ist weniger das Problem, wenn ihr ihn einmal habt. Das Problem an Vivi ist, dass der auch einen Konter-Move hat, den ich ihm im besten Falle nicht machen lasse. Denn, ja, der ist richtig mies, dieser flächendeckende Angriff. So, er hat einen Konter-Move drauf und er weicht auch verdammt viel aus. Den solltet ihr nicht machen lassen, denn er kontert euch aus. Das heißt, ihr seid gestunt. Und gleichzeitig macht er einen Rundumschlag, ja. Ich hab verloren. Tut mir leid. Und dabei haut er euch 50-60% eurer Kugeln weg, die ihr bei euch habt. Das ist richtig, richtig mies.
Schon wieder? Schon wieder. Ach komm, Roxas. Ärger dich nicht. Kleines Warm-up für die nächste Runde. Wir wissen nicht viel über die Viecher, aber was wir wissen ist, dass sie sehr stalkerisch unterwegs sind. Läuft bei denen. So. Diesmal mache ich's vernünftig. Zack, zack. Stellungsspiel, zack, zack. Stellungsspiel, tot. So, mittlerweile haben wir ja auch... Aua! Wir müssen sie nur einmal ins Stellungsspiel bringen. Dann ist das überhaupt kein Problem. Stellungsspiel, Schlag. Und tot. Wunderbar. Er ist noch im Stellungsspiel drin. So, dann sind die überhaupt kein Problem. Man sollte die Technik nur anwenden. Ne, Wurschus? Mein lieber Roxas, du hast es immer noch drauf. Du erinnerst dich wohl nicht, was? Ich bin's. Genau, Axel. Axel? Ein Härtefall von Amnesie. Was machen wir denn da? Tja, die Dämmerlinge kommen dir jedenfalls nicht bei. Warte, erklär mir, was hier vor sich geht. Diese Stadt ist sein Werk, kannst du mir folgen? Wir haben also keine Zeit für ein Frage- und Antwortspiel. Du kommst mit, meinetwegen auch bewusstlos. Dann können wir reden. Oh oh. Was ist hier los? Nummer 13, Roxas, der vom Schlüsselschwert Auserwählte. Okay, gut, dann kämpfen wir eben. Ja, das ist KH2. Jeder neue Charakter, der dazukommt, wirft 1000 neue Fragen auf. Alles zu seiner Zeit, Leute. Jetzt kriegt Axel erstmal einen auf die Fresse. Brauchst du Feuer? Wunderbar. So, mein Freund. Er ist gar nicht so einfach, den kaputt zu machen. Da seht ihr es nämlich. Jetzt habe ich die Entfernung falsch eingeschätzt. Der kann nämlich kontertechnisch euch ein richtiges Problem bereiten. Wenn ihr den nicht richtig bekommt. Ja, sobald er da seine Flammen einsetzt. Problematisch, der Kollege. Na! Komm her, mein Freund. Deswegen gehe ich bei dem jetzt ein wenig vorsichtiger ran. Na, komm, mach doch hier. Zack, zack, zack. Der hält auch ein wenig mehr aus als die Gegner, die wir bis jetzt gewohnt waren. Und da seht ihr es. Jetzt kommt er da in seine Rage-Phase. Nicht angenehm, wenn man da direkt vor ihm steht. So. Hey! Und da hat er mich getrollt. Ich habe immer noch nicht das Stehauf-Männchen ausgerüstet. Alter. Na, komm. Ey. Jetzt aber veräppelst du mich gerade, ne? Ja, ihr seht gerade, ich bin ein wenig vorsichtig bei ihm, weil wenn er uns einmal mit seiner Rage erwischt oder mit seinem Konterschlag, ja, dann passiert nämlich genau das. Ihn im Stun reinzukriegen ist nicht so leicht. Also. Roxas! Dieses Mannes Worte sind Unsinn! Roxas! Lass dich nicht von ihm täuschen! Roxas! 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 Heiner! Pence! Olet! Heiner! Olet! Was? Was ist da passiert?
mache ich denn hier? Roxas! Roxas, meine Damen und Herren! Der Sieger heißt Roxas! Roxas? Jetzt geht's! Grande Finale. Das ist übrigens ein Kampf, den müsst ihr nicht gewinnen. Solltet ihr ihn gewinnen, bekommt ihr den Champion-Gürtel. Und ich glaube, wenn ihr den nicht gewinnt, bekommt ihr ein anderes Item. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich glaube sogar das Item. Ich weiß es nicht mehr, ob es in der Originalfassung so war. Ich muss aufpassen, was ich euch erzähle, weil Final Mix hat ein paar Änderungen. Und ich habe die Originalfassung so lange nicht mehr gespielt. Es ist aber auch egal, wir wollen den Kampf gewinnen, weil wir wollen hier ja alles zu 100% machen. Ihr bekommt aber, glaube ich, wenn ihr nicht gewinnt, sogar ein wertvolleres Item. Also ein Item, welches brauchbarer ist, als wenn ihr den Kampf gewinnt. Wir gewinnen jetzt aber den Kampf. Zumindest in der Final Mix-Fassung ist das so. So, Olette. Sieht so aus, als hätte Setzer hart für dieses Turnier trainiert. Okay. Du solltest dich auch gut vorbereiten, bevor du gegen ihn antrittst, Roxas. Soll ich Cypher nochmal einen auf die Fresse hauen? Ist das so ein Wink mit dem Zaunfall gewesen? Warum habe ich bei diesem Turnier mitgemacht? Und warum zeigen mir alle die kalte Schulter? Keine Ahnung, vielleicht weil sie dein Final Fantasy nicht mögen, wo du dabei warst. Kann sein. Ich habe Setzer beobachtet. Er folgt einem ganz bestimmten Angriffsmuster. Wenn du das durchschaust, solltest du ihn vielleicht leichter bekämpfen können. Er ist hier der Profi am Rande. Beobachtung hier. Unser guter Pence. Als nächstes trittst du gegen den Champion, gegen Setzer an. Er vernachlässigt oft seine Deckung. Das ist deine Chance, zurückzuschlagen. Okay. Was haben wir hier eigentlich? Steht hier was? Teilnehmer, Setzer, Cypher, Vivi, Heiner und Roxas. Viele Teilnehmer. Ich weiß auch nicht, ob so viele Teilnehmer diesen Turnierbaum da gerade rechtfertigen, den die da aufgemalt haben. Egal, sie werden schon wissen, was sie tun. Wenn du bereit bist, betritt den Ring und sprich mit dem Veranstalter. Okay, vielleicht hat dein Zwilling hier mehr zu erzählen. Früher habe ich... wieder mit seinen Freunden da. So, was steht hier denn? Struggle-Kampfregeln, der Kampf ist fort. Ja, genau, da stehen nochmal die Struggle-Kampfregeln in Kurzfassung. So, Setzer. Hast du Bock, mein Freund? Ich hoffe doch. Kräftemessen sind ein wenig so, wie eine Münze zu werfen. Lass uns einen guten Kampf austragen, ja? Fair und gelassen, versteht sich. Okay. So, und nun zum Kampf um den Titel. Bist du bereit? Ich bin bereit. Starten wir das Massaker. Nicht vergessen, schön fair kämpfen. Ihr seid die Spitze und damit Vorbilder. An der Spitze ist nur Platz für einen. Möge der Bessere gewinnen. Sag, Rucksack, oder wie du heißt, tust du mir den Gefallen und verlierst? Roxas, konzentrier dich! Lass mich gewinnen und ich will mich erkenntlich zeigen. Vergiss es! Roxas, unser Außenseiterheld, gegen Setzer, unseren Titelverteidiger. Der Gewinner dieses Matches ist der neue Champion. Damit darf man ein Jahr prahlen, Leute. Was immer du für richtig hältst, du irrst dich. Und das ist ein großer Irrtum. Auch ein legendärer Satz. Was immer du für richtig hältst, du irrst dich. Und das ist ein großer Irrtum. Ja, er ist bescheuert. Er kann gut zuhauen, sein Problem ist aber, er ist zu eingebildet und schlägt auch teilweise nicht nur sehr langsam zu, sondern auch sehr selten. Oh, da hat er mich gekontert, die Sau. Was konterst du mich denn, du Sau? So, ich sammle jetzt hier erstmal die Kugeln, ne? Ja, erzähl du da mal. Aber ihr seht, er ist überhaupt nicht aggressiv im Gegensatz zu Vivi. Was? Hat er nicht gemacht. Aber den Konterschlag, den hat er drauf. Das habe ich schon fast vergessen. Zack, 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 zack. Übrigens auch eine Attacke, die Vivi, glaube ich, hat, die er jetzt gerade da getriggert hat. Und er ist bewusstlos. Stimmt. Der hat auch nichts an Lebensenergie.
Ja, ja, mach du da mal. Ich sammle meine Kügelchen ein. Ist mir egal. Zack, 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 zack. Du machst das schon. Ah, schade. Ich wollte ihm noch eine geben. Und da haben wir den Champion-Gürtel. Unser erstes Accessoire erhöht die Feuer-, Eis- und Blitzresistenz merklich. Und die Vierkristall-Trophäe. Trophäe vom Struggle-Turnier. Sie ist mit 4 Kristallen verziert. Und damit können wir jetzt ein Jahr prahlen. Das ist doch auch was. Wo sind meine 5000 Taler für den Strand? Wie versprochen. Tausend Dank, Roxas. Jetzt sind wir alle um einen weiteren Schatz reicher. Ich habe auch ein Geschenk. Für uns alle. Oho. Kairi, warte! Hast du Lust, zur Insel rauszufahren? Tidus und Wacker haben nur noch ihr Ballspiel im Kopf und wollen nicht mitkommen. Heute nicht, tut mir leid. Ach, und warum nicht? Erinnerst du dich noch an die Jungs, die immer mit von der Partie waren? Riku? Ja. Was wohl aus ihm geworden ist? Ich vermisse ihn. Er ist weit weg. Aber ich weiß, wir sehen ihn wieder. Bestimmt. Das werden wir. Und der andere Junge? Welcher andere Junge? Der immer mit Riku und mir zusammen war. Wir hatten immer so viel Spaß auf der Insel. Seine Stimme war stets da. Doch jetzt ist sie fort. Ich kann mich nicht an sein Gesicht oder seinen Namen erinnern. Und ich fühle mich ganz schlecht deswegen. Also habe ich mir vorgenommen, erst wieder zur Insel zu fahren, wenn mir alles über ihn eingefallen ist. Bist du sicher, dass er kein Hirngespinst ist? Namine? Namine, was geschieht mit mir? Du brichst dir gleich deinen Genick. Wer bist du? Und ich heiße nicht so. Ich bin Kairi. Kairi, ich kenne dich. Du bist das Mädchen, das er mag. Wer? Bitte, der Name. Ich bin Roxas. Gut, Roxas. Aber kannst du mir sagen, wie er heißt? Du weißt meinen Namen nicht mehr? Vielen Dank, Kairi. Na schön, ich kann dir ja einen Hinweis geben. Er beginnt mit einem S.
Alles in Ordnung? Ah, Destiny Island. Aber schön, dass man hier auch mal gesehen hat, dass die Kids nicht auf dieser Insel leben, sondern dass es da an der Seite noch eine Insel gab, wo sie dann gewohnt haben mit einem kleinen Dorf. Kairi? Was ist das? Ein Brief, den ich gestern an den Jungen schrieb, an den ich mich nicht mehr erinnere. Ich schrieb, ich würde ihn finden, egal wo er ist. Irgendwann. Und als ich aufhörte zu schreiben, fiel mir ein, dass wir uns ein wichtiges Versprechen gegeben hatten. Dieser Brief ist der Anfang. Ich weiß es. Toll. Hoffentlich kriegt er ihn auch. Bestimmt. Er beginnt mit einem S. Nicht wahr, Sora? Wiederherstellung bei 79%. Oh, die Musik, ne? Ich krieg jedes Mal eine Gänsehaut. Seine Fortschritte sind verblüffend. Und was ist geschehen? Durch Namines Begegnung mit Roxas hat sein Herz Kontakt zu dem von Kairi aufgenommen. Und das hatte wiederum Einfluss auf Sora, verstehst du? Namine, sie ist mir ein Rätsel. Sie kam nicht wie andere Niemande zur Welt. Sie kann die Herzen und Erinnerungen von Sora und derer, die mit ihm verbunden sind, manipulieren. Und wessen Niemand ist sie? Ich könnte es dir sagen. Aber sag du mir doch zuerst deinen wahren Namen. Wer bist du? Ich bin Ansem. Dum dum dum. Es ist mir eine Ehre, Ansem. Ja, Ansem, wir erinnern uns. Dem Kollegen, dem wir das komplette Chaos in Kingdom Hearts 1 zu verdanken hatten. Er ist wieder da. Obwohl er ja von Goofy, Donald und Sora. Ziemlich verprügelt wurde. Wieder geträumt. Aber was davon war Traum? Ist das jetzt alles nur ein Traum oder nicht? Der fünfte Tag beginnt. Ah, schön. Macht das jetzt alles Sinn oder nicht? Nur noch 3 Tage Sommerferien, also erwähn bloß nicht den blöden Aufsatz. Aber wir hatten noch ausgemacht, ihn heute abzuhaken. Gestern bin ich vom Bahnhofsturm gestürzt, oder? Wär dem so, wärst du jetzt nicht hier. Aber Tatsache, knapp war's schon. Wechsel nicht immer das Thema. Ach, ist ja schon gut. Du hast gewonnen, wir schreiben den Aufsatz. Ich hasse freie Themenwahl. Also, hat jemand eine zündende Idee? Wir könnten ja die Dinge beleuchten, die mir in letzter Zeit ständig passieren. Die Träume und diese Kerle in Weiß. Vergiss es. Warum? Seitdem die Fotos geklaut wurden, stimmt mit dir und der Stadt irgendwas nicht. So viel steht fest.
Also werden wir morgen die Stadt durchforsten und rausfinden, was da los ist. Ganz viele Leute wollen uns dabei helfen. Und das nur meinetwegen? Ich hol uns allen Eis. Ja, die mit ihrem Meersalzeis. Da macht zurzeit dieses seltsame Gerücht die Runde. Wollt ihr es hören? Ihr kennt doch die Treppe am Abendrotbahnhof. Wir benutzen die doch andauernd, ohne groß drüber nachzudenken. Aber, und das ist das Seltsame daran, die Anzahl der Stufen ist unterschiedlich, je nachdem, ob man rauf oder runter geht. Im Ernst? Und es gibt noch 6 andere mysteriöse Geschichten wie diese. Fast wie die 7 Wunder von Twilight Town. Du meinst, wir sollten für unseren Aufsatz etwas darüber herausfinden? Pence, du bist ein Genie. Vielleicht machen ja noch mehr solcher Gerüchte die Runde. Wir teilen uns am besten auf. Ich mache mich auf die Suche nach den 7 Wundern. Olette und ich hören uns nach neuen Gerüchten um. Komm, Olette. Bleiben noch wir 2 übrig, Roxas. Auf zum Bahnhof und mit dem Zug ins Abendrotviertel. Oder Abendbrotviertel, wie ich es früher immer genannt habe, weil ich nicht richtig gelesen habe. Jo, dann würde ich mal sagen, ein neuer Tag. Wir haben nicht mehr lange Sommerferien, daher sollten die letzten Tage mehr als ausführlich genossen werden. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Kingdom Hearts 2. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, habt genauso viel Spaß an dem Projekt wie ich, auch wenn ich immer noch probiere, ein bisschen ins Kommentieren reinzukommen. Nichtsdestotrotz, das nächste Mal dann wieder hier auf Wishes TV. Bis dahin, Freunde, haut rein, ich wünsche euch was, passt auf euch auf, euer Wishes.